Ja, hallo. Willkommen zum zweiten Video über Telegram. Wie ihr seht, ist das Ganze jetzt desinfiziert. Ich habe nochmal einen Virenscanner rüberlaufen lassen. Also müsste alles richtig YouTube-freundlich sein. Okay. Der nächste Beitrag ist ein bisschen umfangreicher. Es wird immer wieder das Gleiche auch mal gezeigt. Das heißt nicht, dass es langweilig ist. Es geht darum, dass ihr immer wieder mal seht, wo klickt er, was macht er und so. Es kann sein, dass man ein bisschen länger braucht für das Ganze, weil Telegram ist da auch relativ umfangreich. Darum habe ich versucht, euch anhand von meinen Schritten, was man machen kann, damit man ein bisschen Ordnung in der ganzen Datenflut hat, das selektieren. Es geht in diesem Video, wie finde ich Kanäle, wie finde ich Chats, was sind Chats, Privatnachrichten, und dann habe ich schon eine riesen Liste. Dazu kann man dann Ordner anlegen, und das mache ich alles anhand vom Screen-Video. Deshalb, ich hoffe, euch macht Spaß und ihr könnt was daraus ziehen. Wie gesagt, das Video ist für Anfänger, Fortgeschrittene, die noch nicht sicher sind. Und ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen weiterhelfen, damit ihr mit Telegram klarkommt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, und für Fragen oder Anregungen haut es unten in die Kommentare rein. Beim letzten Video habe ich kurz gesehen, da hat jemand gefragt, ob ich das auch mit dem PC machen kann. Da waren die Einstellungen nur auf Englisch und noch was. Super. Ein Mitglied aus der Community hat ihm gleich geantwortet. Da oben anklicken, Einstellungen, und dann kann man das auf Deutsch schreiben. Also, wenn ihr hier Fragen habt, gibt es ganz nette Menschen in der Community, die können euch sogar schon weiterhelfen, bevor ich das Video mache. Das ist natürlich cool und das freut mich echt. Ich hoffe, ihr habt dabei viel Spaß, und nun Film ab. Jo, nach dem letzten Teil, wo es um die Privatsphäre und Sicherheit ging, habe ich noch eine kleine Info bekommen. Danke an Ali von Checkmate News. Es geht um Folgendes. Wenn ihr Telegram installiert habt, braucht ihr ein Passwort, und wenn ihr das Passwort, wie sagt man, vergessen habt, dann habt ihr ein Problem. Darum kann man hier auf Privatsphäre und Sicherheit, das kennt ihr ja schon. Und dann gibt es eine zweistufige Bestätigung. Das ist nichts Schlimmes, das ist was ganz Einfaches. Zusätzliches Passwort festlegen. Ich mache jetzt mal einfach bla bla. Passwort wiederholen, bla bla. Passwort erstellen. Okay. Du kannst einen optionalen Hinweis für dein Passwort hinterlegen. Ich mache jetzt einfach mal bla. Nee. So, dann weiß ich, irgendwas mit bla war's, oder ich kann auch sagen, Name meiner Tochter oder was auch immer, das kennt ihr ja, das könnt ihr selber festlegen. Jetzt, damit ich mein Passwort jederzeit wieder abrufen kann, mache ich Folgendes: Ich gebe dazu eine E-Mail-Adresse an. Wenn ich mein bla bla Passwort vergessen habe, sage ich Passwort vergessen, und dann mache ich das hier. Ich mache hier medico1@.com. Stimmt das? Jo. Weiter. Dann müsst ihr den Sicherheitscode eingeben. Hier habe ich den Code bekommen. Code lautet sowieso. Rauf kopieren. Zack. Code einfügen. Passwort festgelegt. Gratuliere. Und erledigt. Wenn ich jetzt mein Passwort vergessen habe, nach einiger Zeit weiß man die meistens nicht mehr, weil sie so wahnsinnig kompliziert sind, dann kann ich mich jederzeit wieder auf Telegram anmelden mit meinem Namen, dann ist da nichts blockiert. So, das nächste. So, das ist jetzt die dritte Aufnahme, ich mache das ein bisschen gestaffelt. Und zwar geht es einfach mal in erster Linie, wie finde ich Kanäle, wie finde ich Chats und was sind PN, sprich Privatnachrichten. Das heißt, ich gehe rauf auf Chats
Oben suche ich zum Beispiel nach WD-Kur, WD-Kur-Kanal. So, ich bin da schon beigetreten, ich drehe jetzt nochmal aus, Kanal verlassen. Moment, so, jetzt suchen wir nochmal WD-Kur. Dann haben wir hier, schaut mal, WD-Kur-Kanal ist so angeschrieben, aber dann seht ihr 10.496 Abonnenten, das ist der Kanal. Dann kommt WD-Kur-Abonnenten links, 809 Mitglieder. Und wenn man sieht, der Unterschied ist Abonnenten oder Mitglieder. WD-Kur-Chat, 625 Mitglieder. Das sind sogenannte Chats oder Gruppen. Also, wie trete ich bei? WD-Kur-Kanal, gehe ich rauf, beitreten. Und ich bin beigetreten. Jetzt bin ich Abonnent Nummer 10.496. So. Also, da unten steht stumm aus. Wenn ich jetzt drauf gehe, stumm aus, dann mache ich den Ton an. Jedes Mal, wenn es gepostet wird, gibt es ein Signal, Vibration, was auch immer ihr eingestellt habt. Ich mache mal das stumm. Jetzt bin ich Abonnent beim Kanal. Jetzt möchte ich gerne Chat beitreten, also möchte mitdiskutieren. Nehmen wir mal den. Dann seht ihr hier, beitreten unten. Ich trete bei. Und jetzt kommt, Admins dieser Gruppe haben dir die Berechtigung entzogen, Nachricht zu senden. Jetzt machen wir nur ein bisschen so. Dann sieht man, um zu bestätigen, dass du kein Bot bist, musst du hier unten klicken. Stummschaltung aufheben. Das ist ein Schutz, dass nicht irgendwelche Bots, das sind Computerprogramme, mit denen man auch Blödsinn anstellen kann, da in den Chat reinkommen. Also Stummschaltung aufheben. Draufklicken und ich habe das Problem gelöst. Ich kann jetzt auch posten. Test, Post. So. Das ist ein Flutschutz. Man kann nicht zu schnell zu viele Nachrichten schicken. Das ist bei 10 Sekunden. Also. Dann, jetzt sind wir Abonnenten. Entschuldigung, jetzt sind wir beigetreten in einer Gruppe. Jetzt suchen wir uns noch eine Ruby tippt. Jetzt schauen wir mal. Da wird bald wahrscheinlich Ruby Pink Maus etwas geschrieben. Gehe ich rauf. Okay. Gut. Jetzt suchen wir einen privaten, ein PN. Suchen wir mal, ja, nehmen wir gerade Le Prechon Q, das ist mein Admin. Er pennt immer noch, ich schreibe ihm nochmal, das ist jetzt das dritte Video, ihr seht, ich habe ihm schon zweimal geschrieben. So, da machen wir gleich noch eine Sprachnachricht, damit ihr da auch seht, wie es funktioniert. Ist ganz einfach, da rechts seht ihr hier das Mikrofon. Und wenn ich jetzt drücke, ich lasse mal eine Sprachnachricht. Das war jetzt eine Sprachnachricht und wenn ich kann dasselbe auch als Video machen, dann gehe ich so drauf und dann klicke ich einfach nur drauf, wie bei der Sprachnachricht und somit sende ich ihm ein Video. Ganz einfach. Okay? So, machen wir dasselbe noch mit anderen Kanälen, machen wir mal Checkmate News. Checkmate News sieht man hier gerade 11.500. Wie sagt man, 67 Abonnenten, gehe ich rauf, da trete ich bei, ist nur ein Kanal, also jetzt bin ich Abonnent. Wenn, dann gibt es noch eine Möglichkeit, das möchte ich euch schnell zeigen, wenn ihr irgendwo einen Post seht, ich scrolle jetzt mal hoch, oder warte mal, bei mir findet man das besser. Medicore, Kanal,
Also, hier haben wir so ein Beispiel. Nachricht weitergeleitet von Dine P. Moment, ich muss da was anderes finden, das ist einfacher. Da. Nehmen wir dann den Post hier. Wenn man das anschaut, dann sieht man oben WD-Kur-Kanal. Nachricht weitergeleitet von Sam, Soul and Mind. Hinten steht Sam. Sam hat das selber hochgeladen. Also, jetzt klicke ich nur auf das Sam, Soul and Mind und zack, bin ich schon in ihrem Kanal, wie ihr seht, beitreten und stelle das Ganze auf stumm. Und hier ist der Originalpost von ihr. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man auf andere Kanäle kommt. Ich bin jetzt dabei getreten, einfach mal damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich gehe nochmal zurück zu mir. Nehmen wir einen anderen Beitrag. Egal, irgendwo finden wir was. Hier, Corona Transition. Entschuldigung. Ah, das ist ein interessanter Beitrag. Die haben sehr gute Beiträge. Dann sage ich, okay, ich schaue mir den Kanal mal an. Gehe da oben. Nachricht weitergeleitet von Corona Transition. Einfacher Name wäre auch einfach besser. So, jetzt bin ich auf dem Kanal. Corona Transition. Und hier kann ich auch einfach zum Beispiel beitreten. Somit bin ich wieder in einem Kanal mehr dabei. Das sammelt sich schnell mal zusammen und dann hat man schnell keinen Überblick mehr. Darum möchte ich euch Folgendes zeigen. Also ich bin jetzt in Chats drinnen, ich habe Privatnachrichten, ich habe Kanäle, überall dabei und das gibt eine riesen Sauerei. So, das heißt, ich habe hier einen Ordner, da ist alles Mögliche jetzt drinnen, unübersichtlich, unstrukturiert und je länger man dabei ist, desto schwieriger wird es. Hier steht schon was im Abonnenten, links hat jemand was geschrieben, okay, gehe wieder zurück, da. Alles ist alles Mögliche drinnen, oder? Ich bin hier, da haben 11.300 neue Nachrichten, habe ich nicht gesehen, bin ich ganz unten. Tja, also, um das ganze Chaos ein bisschen übersichtlicher zu machen, hat man die Möglichkeiten, einen Ordner zu machen. Das heißt, das Ganze funktioniert so. Man geht wieder auf Einstellungen bei iPhone unten rechts. Und bei Android sind es oben die drei Punkte auf der linken oder rechten Seite, klickt ihr drauf. Somit haben wir hier einen Ordner, seht ihr hier, klicke ich drauf. Jetzt mache ich einen neuen Ordner. Und den Ordner nenne ich jetzt einfach mal Chat. Ich kann da eine gewisse Anzahl Zeichen dazufügen, nicht zu lange. Chats. So, jetzt, was füge ich hinzu? Ich kann hier wählen zwischen Kanäle, Gruppen, keine Kontakte, was auch immer, oder Bots oder was auch immer. Ich sage jetzt einfach mal, ich will hier nur wenige Chats auserwählte drin haben. Dann gehe ich ganz oben, seht ihr hier, Chat hinzufügen, da oben. Und jetzt sage ich mir einfach mal, WD-Kur, Abonnenten links, das ist ein Chat. Weiß ich ja, den habe ich zugefügt. Jetzt schaue ich mal, was habe ich noch an Chats drinnen? Nicht gerade viel. Aber das ist einfach so. Ich kann auch sagen, ich will alle Gruppen drinnen haben, dann nimmt er mir sämtliche Chats da rein. Und wenn ich zurückgehe, hier kann ich sagen, erstellen. Aber dann wird das gespeichert. Bei Android muss man das extra noch sagen, speichern. So, ich mache einen neuen Ordner für Kanäle. Hier habe ich mehr Möglichkeiten, weil ich mehr abonniert habe. Also, ich gehe auf neuen Ordner erstellen. Ich sage jetzt einfach mal, wichtige Kanäle. Ja. Zeug. Geht auch nicht. So, gutes Zeug. Dann gehe
ich auf Chats hinzufügen und jetzt sage ich einfach, was möchte ich dazu haben. Da ist wichtig. Ich sage, Sam Solent Mind ist wichtig, Check mit News ist wichtig. Dann kann ich auch sagen, okay, ich nehme den, das sind jetzt zwei Kanäle, ich nehme den Abonnentenlinks dazu, den WDQ nehme ich dazu, was auch immer, was mir gefällt. Und ja, ich nehme mal den da. So, zum Beispiel, seht ihr, da oben ist alles eingegeben. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Sachen, die sind für mich wichtig. Dann kann ich hier entweder auf Fertig machen, dann sieht das so aus. So, erstellen, gutes Zeug. Jetzt gehe ich zurück. Wenn ich auf den Chat gehe, sehe ich es hier oben. Chats, gutes Zeug. Bei gutes Zeug gibt es eine neue Meldung. Das ist hier unten, seht ihr das 1, ist stumm geschaltet. Und wenn ich das stumm ausmache, dann ist das jeweils dann, gibt es so richtig, dann ist es nicht dunkel gefärbt, sondern hell. Angenommen, ich möchte das Ganze erweitern, gehe ich wieder zurück in die Einstellungen Ordner und hier gutes Zeug, sage ich hinzufügen. Und jetzt kann ich sagen, ups, was nehmen wir da? Frag uns doch, naja, ich suche gutes Zeug. Also, ja, machen wir was anderes. Gutes Zeug. Gibt gutes Zeug im Telegram. Nehmen wir mal Daniele Ganser. Ist neu bei Telegram. Hier seht ihr es. Daniele Ganser, 1714 Abonnenten. Und dann gibt es so Fake Daniele Ganser. Aber der echte ist der hier. Dann trete ich bei. Und schon habe ich wieder einen Kanal mehr in der Liste. So. Ich nehme noch We Wanna Go One, We Wanna Go One, We Go On, meine Fresse. Also, hier ist der Kanal von Sven, gehe ich drauf, beitreten und ich mache ihn stumm. Und jetzt habe ich irgendwo Beiträge, die mir gefallen, dann sage ich einfach, das ist jetzt mal ein Highspeed-Durchlauf. Zum Beispiel Wombles Kunst, der ist noch interessant, der hat noch viele interessante Beiträge. Gehe ich darauf und schon habe ich den auch. Bin ich da auch schon dabei und stumm. Ich kann, Entschuldigung, dann habe ich noch Privatpersonen. Zurück, abbrechen. So, also Ordner. Mache ich jetzt noch einen neuen Ordner erstellen. Privat. Chat. Hinzufügen. Und jetzt sage ich mir, ich möchte nur Privatpersonen haben. Das heißt, ich nehme zum Beispiel den WDKur, mit dem habe ich viel Kontakt. Leprosho. Den habe ich auch, viel Kontakt und. Also hier kann ich die wichtigen Personen in den Ordner einfügen, die ich möchte. Zusätzlich kann ich sagen, ich nehme Kontakte von mir rein. Das heißt, alle Kontakte, die ich im Telegram habe, die habe ich dann da auch drinnen. Wenn mir jemand eine PN schreibt, der in der Kontaktliste ist, dann kommt er da rein. Ich nehme das jetzt mal wieder raus. Fertig. Erstellen, zurück und jetzt können wir mal schauen, Privatchat haben wir hier, hab da versucht mich anzurufen, geht nicht, hast du etwas Zeit, das ist eine ganz spezielle, das Grüne da, das ist eine ganz spezielle Art von Chat, da kann ich einen eröffnen, indem ich sage, sicherer Chat. Ich habe kein Bildschirmfoto gemacht. So. Hier kann ich auf die, seht ihr unten jetzt 30 Sekunden. Normal ist das eine Uhr. Wenn ich etwas schreiben will, was dann vernichtet werden muss, kann ich sagen, okay, du hast eine Stunde Zeit oder eine Minute Zeit
Und wenn ich was schreibe, ist das so. Angenommen, der WD-Kurs schreibt das, nach einer Minute macht es Puff und die Meldung ist weg. Braucht man das? Braucht man das nicht? Kommt immer darauf an, wie man sich unterhält und mit wem. Jedenfalls habe ich hier Privatchat die beiden Eingefügten da drinnen. Gutes Zeug. Da gehe ich jetzt nochmal zurück und ich setze den Daniele Ganzer dazu. Das heißt, wieder auf Ordner. Also zuerst Einstellungen, Ordner, gutes Zeug. Chats hinzufügen und da oben gebe ich jetzt nur ein Daniele Ganzer. Und hier klicke ich drauf und schon ist er dabei. Fertig, zurück in den Chats, gutes Zeug, Daniele Ganzer ist hier oben dabei. Also, normal hätte ich hier alles Mögliche so richtig zum Durchscrollen, bis ich da irgendwo, wie sagt man dem, was finde. So sehe ich, bei den Chats ist was gegangen, ich gehe darauf, neues Video von den Coach. Okay. So viel mal zu Chats, Kanäle, Privatnachrichten und Ordner machen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Das nächste Video, das ich mache, wird irgendwie davon handeln, wie kann ich im Chat diverse Sachen machen, schreiben, Emojis und all das Zeugs, was man so immer wieder sieht. Das ist für Neulinge sehr schwierig, das zu verstehen, aber wir machen eins nach dem anderen. Darum wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, stellt es in die Kommentare rein. Wenn etwas nicht funktioniert, auch. Wie schon im Vorspann gesagt, in YouTube gibt es eine wahnsinnig gute Community, die ist sehr hilfsbereit. Also ich bin echt stolz auf die Leute, die helfen sich auch gegenseitig, geben Auskunft, dass, wenn ich mal was nicht sehe, dann gibt es eine Antwort. Und in der Regel eigentlich ist es ein Miteinander und Füreinander und nicht ein Nebeneinander und Gegeneinander. Herzlichen Dank und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Tschüss!